Hallo ihr Lieben, wer liebt sie nicht? Weiche, saftige Koteletts, die man nicht mit viel Mühe schneiden muss, sondern die auf der Zunge zergehen. Heute zeige ich euch, wie ich es seit Jahren mache und wie ich es von meiner Mama gelernt habe. Ihr braucht dafür ganz einfache Zutaten. Ich habe hier ein gutes, hochwertiges Kalbsfleisch, also Kalbskoteletts. Dann habe ich hier noch Paprikapulver, Pfeffer, Salz und etwas Sonnenblumenöl. Alternativ geht auch Olivenöl. Zuerst vermischt ihr die Zutaten für die Marinade, also Salz, Pfeffer, Paprikapulver und auch das Öl. Ich mariniere die Koteletts gerne zumindest einen Tag vorher, denn so kann die Marinade richtig gut einziehen und das Fleisch wird dadurch noch viel zarter. Die Koteletts sollten trocken sein und die Marinade schön cremig. Wenn sie zu flüssig ist, dann haftet sie nicht richtig am Fleisch und so hat das Fleisch auch weniger Geschmack. Im nächsten Schritt reibt ihr die Koteletts gründlich mit der Marinade ein. Entweder ihr stellt sie jetzt für ein paar Stunden in den Kühlschrank oder ihr verwendet sie gleich. In einer Pfanne erhitzt ihr etwas Sonnenblumen oder Olivenöl. Das Fleisch wird jetzt von beiden Seiten scharf angebraten, das heißt die Pfanne ist richtig heiß bzw. auf höchster Stufe. Nach etwa 1 bis 2 Minuten werden sie zum ersten Mal gewendet. Und zwar, damit sie richtig schön knusprig werden außen und auch eine schöne Farbe bekommen, empfehle ich euch, die Koteletts mehrmals zu wenden. Wenn sie so eine schöne Farbe angenommen haben, dann löscht ihr sie mit dem vorbereiteten heißen Wasser ab. Vor allem im nächsten Schritt werden sie besonders zart. Ihr gebt jetzt einfach einen Deckel auf die Pfanne, schaltet die Hitze herunter auf Stufe 2 bis 3 von 9, also eher niedrige Hitze, und jetzt werden die Koteletts einfach gedünstet, und zwar 45 bis 60 Minuten lang. Sollte es euch passieren, dass das Wasser in der Pfanne verdampft, könnt ihr jederzeit etwas Wasser hinzufügen. Wie ihr wisst, gibt es ja verschiedene Methoden, Fleisch zuzubereiten. Entweder man brät es einfach nur ganz kurz von beiden Seiten an oder man dünstet es so wie hier. Falls ihr es auf diese Weise noch nicht ausprobiert habt, dann kann ich es euch auf jeden Fall empfehlen, denn das Ergebnis ist wirklich super. Dass es wirklich weich und saftig ist, merkt man daran, dass ich das Fleisch nicht schneiden muss, sondern es einfach nur leicht mit der Gabel ziehe. Falls ihr nach der passenden Beilage sucht, dann empfehle ich euch meine Potato Wedges bzw. knusprigen Ofenkartoffeln, die ich vergangene Woche veröffentlicht habe.